So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Wir brüten wieder mal Eier aus der Abenteuerwoche mitten an der Straße. Hier ist der Crazy O. Oder? Mittlerweile auch Fuß C genannt, ne? Verzeih. Verzeihen Sie mir. Das sagen Sie es doch mal selber. Wer sind Sie denn überhaupt? Du hast es eigentlich schon zusammengefasst, also. Verzeihen Sie den Fuß C, genau. Und das ist der Prime. Kannst du auf Twitch gucken, ne? Was geht ab, Leute? Sieht aus wie so ein Dönermann. Hat das schon mal jemand gesagt oder ist das jetzt neu? Alles komplett. Alles komplett, genau. Der reactet, der macht selber Hip-Hop. Den kennt ihr, wenn ihr in den Streams immer mal dabei seid, weil der da auch mal reinguckt und wir schon Sachen von ihm geguckt haben. Ich kritisiere halt immer gerne Ramses den Dicken und Iswo den Dicken. Und die zwei sind jetzt da, leider während der Abenteuerwoche und wollen mich von der Arbeit abhalten, aber nicht mit mir. Deswegen habe ich jetzt hier diesen Blumenkasten gesucht. Guck mal. Shaymin! Stellt euch jetzt hier rein. Wir brüten mal die ersten 7 Kilometer Eier jetzt hier. Immer noch auf der Suche nach einem Shiny, nach Bonbons für die 2,9 oder nach einem richtig guten. Vorhin hat ja gar keiner geguckt, interessiert die nämlich nicht. Die spielen eh kein Pokémon. Und wir haben einen Potrott. Yay! Mag jemand Potrott? Ja? 946 Staub. Warum? Ist doch süß, hat einen Kopf. Das ist das sinnloseste Pokémon mit was. Es gibt mit Dumiesel zusammen. Galapafloss. Das ist, glaube ich, das erste Galapafloss jetzt, was aus den Eiern kam. Aber genau das kann neu shiny sein. Und noch eins. Das zweite Galapafloss. Soll ich ja auch mal eins maxen, aber wenn ich sehe, dass ich immer nur ein XL-Bonbon für eins kriege, dann dauert das wohl ein bisschen. Das blaue Ding ist auch wieder am Start. Das Amarino. Ich werde mir den Namen eh nicht merken. Amarino auch am Start. Gab auch wieder Staub. Noch. Schon wieder Galapafloss. Hä, das war in der letzten Sendung kein einziges Mal dabei, glaube ich. Jetzt das dritte Galapafloss. Es sind halt wieder 9 Eier. Schilderus, ist egal. Brauchst du nicht, gibt's schon ewig. 1200 Staub noch dazu. Hier, Dino, kennst du den? Jetzt hast du nicht gesehen. Fahr ganz kurz, ich meine schon. Balgoras. War doch ein T-Rex, oder nicht? Sieht so aus auf jeden Fall. Der ist auch neu jetzt. Hast du den auch schon? Den Balgoras. Er hat nämlich den Amarino, Amaretto hat er vor mir bekommen. Potrott? Da freut sich der Marius. Guck dir das an. Jetzt sind sie alle da. Wir bewerten, aber Balgoras und Amarino möchte ich als letztes bewerten. Das heißt, wir fangen an mit Potrott aus Dresden, Sachsen. Heute habe ich noch gesagt, lass mal nach Dresden gehen, die schärfste Pizza der Welt essen. Hatte keiner Bock. So. Potrott aus Dresden ist auf jeden Fall sehr gut. Wölfersheim, Galapafloss, Galapafloss aus Hohenfelden. Den lassen wir erstmal aus, gucken auf das nächste Galapafloss. Fuldatal, Hessen, Schilderus, Kölle da. Schneckmark mit Kronach, Bayern. Dann haben wir hier Hildburghausen, Potrott, das habe ich als letztes hier mit weggenommen. Balgoras aus Berlin, der ist von Sabrina Spielt. Balgoras aus Berlin von Sabrina Spielt. Ich habe vorhin ein Ei aufgemacht, ich habe sonst niemanden aus Berlin gehabt. Und noch ein Zwickau Sachsener Amarino. Wir holen die nächsten Eier ab, wenn wir wieder 9 Stück zusammen haben, geht's weiter. Das Event ist so genial. Wir sind jetzt hier runtergelaufen, weil der Alligatorfänger, der braucht hier noch ein LED-Stripes-Dings. Und da sitzt einfach ein Ramaidon, ein ausgewachsenes Ramaidon, Wetterboost 2707. Jo, meins habe ich schon, ich bewerte mal gerade. Meint ihr, wir können das fangen? Wir nehmen mal gelbe Beeren und wir nehmen mal rote Bälle. Einfach nur, um zu gucken, ob wir es kriegen mit den billigsten Beeren und den billigsten Bällen. Guck mal hier. Es kommt raus. Ganz bitte. Das ist, ach, die Werde, das kannst du so nehmen, wie es ist und kannst schon ordentlich Schaden drücken. Großartig, gelbe Beere, roter Ball. Und hier ist noch ein Aerodactyl. Und es bleibt drin mit doppelten Beeren. Es wäre trotzdem sinnvoller gewesen, natürlich die silberne zu nehmen, weil ihr dann nochmal mehr Beeren gekriegt hättet, mehr Bonbons. Wir haben jetzt 10 Bonbons bekommen, 344 XL, einmal hier 7100. Das ist auf jeden Fall ein dicker, fetter Brummer aus Römhild, wie es hier dran steht. Ich feiere das Event so dermaßen, sodass auch der Alligatorfänger mittlerweile wieder spielt. Über 2000er Aerodactyl. Aero-Kack-Sprühl, 2100. Kann man mal machen. Findet ihr auch, der sieht aus wie ein Alligatorfänger? Dann schreibt es mal in die Kommentare.
Der sieht gleich ich geht's. Mich gleich um, wenn ich bei dir gleich bin. Ab mit dem Sumpf in den. Ach, mit dem Boot in den Sumpf, ne? Ja, hier, so sieht er aus. So, die nächsten Eier sind fertig und wollen gebrütet werden, wollen schlüpfen. Wir nehmen mal hier die Mütze ab, ne? Kurz. Eben sind sogar noch 3 12-Kilometer Eier gebrütet. Alle drei richtig genial gewesen. Die zeige ich euch aber gleich, wenn wir bewerten. Guck mal hier rein, was im ersten drin ist, ob jetzt vielleicht ein Shiny dabei ist. Ein Schneckmark, ne? Das kleine, rote, zierliche, 1198 Staub. Es gab nicht mal ein XL-Bonbon, dass sowas überhaupt möglich ist. Jetzt fällt die Kamera auch noch um vor lauter Schreck. 1300 Staub für dieses Potrot, 4 XL, noch ein Potrot hinterher. 3 XL und 1160 Staub, aber dass das aus dem Ei kein XL gibt, habe ich glaube ich auch noch nie erlebt. Noch ein Schneckmark, 800 Staub, 5 XL, 10 normale Bonbons, da kriegst du fast mehr XL als normal. Wieder ein Potrot. Ich glaube jetzt, dass die Galapafloss-Sendung ist zu Ende, das ist jetzt die Potrot-Sendung übergegangen. Nochmal ein Dinosaurier, nochmal so einen kleinen T-Rex, 1000 Staub, 3 XL, 13 normale Bonbons, also den kann ich dann sicherlich hoffentlich entwickeln. Wieder Potrot. Irgendwann Potrot Level 50 incoming. Noch ein Schneckmark. Finde ich nicht so cool. Diese Fuhre, also letzte Folge dreimal Galapafloss, fand ich da deutlich besser. Nochmal Schneckmark. Ich glaube, Schneckmark und Potrot ist das Schlechteste, was du hier ziehen kannst. Und ihr seht schon hier, da ist noch ein Garnovil, ein Pampam und ein Molung, die wir bekommen haben. Wir bewerten jetzt wirklich trotzdem einfach mal von hier hinten und gehen dann bis zum Molungform, um zu gucken, ob das ein Weibchen ist. Schneckmark aus Hameln, Schneckmark aus Kliphausen, Sachsen, 96%. Potrot aus Kirchheim unter Teck. Balgoras aus Fockbeck, Schleswig-Holstein. Potrot aus Oldenburg. Schneckmark aus Untermaßfeld, Thüringen. Potrot aus Dresden, Potrot aus Wolfenbüttel, Schneckmark aus Zellamelis, Garnovil, Budapest, 15-11-11, 12 Kilometer Eier, ihr wisst ja, von der Insel, Pampam auch Budapest, aber auch schlechte IV und dann hier ein Molung, auch Budapest, aber wieder ein männliches. Ich werde nochmal gucken, ob ich nochmal Eier kriege, die sind jetzt alle komplett weg. Ich denke mal nicht, dass die Fuhre noch voll wird. Wir müssen also wieder bis zur nächsten Folge warten und in der nächsten Folge dann, also die dritte Fuhre, morgen für heute reinschneiden und so weiter. Ihr wisst ja, wie das ist. Wir sammeln nochmal Geschenke, wir sammeln nochmal Eier und gucken mal, ich gebe es nicht auf. Ich werde jeden Tag das Maximum an Eiern brüten aus den Geschenken. Das ist geil. Kryptokanimani, was schon fast volle Werte hat. Wenn ich es jetzt erlöse, ist es auf 100, oder? Ja, das ist ein 100er, genau, Mr. Ozone. Scheißkamera. So, die nächsten 8-7 Kilometer Eier gehen natürlich auf. Es ist der nächste Tag, ich habe gestern die Eier nicht mehr vollgekriegt. Da ist leider ein 5er Ei mit reingekommen. Das habe ich vorhin gebrütet. Jetzt alle 7er zusammen, immer noch auf der Suche nach einem der neuen Shinies. Der Crazy O und der Prime, die sitzen noch zu Hause, beziehungsweise liegen. Die schlafen noch. Es ist 11.50 Uhr. Wir drücken jetzt mal hier drauf. Das ist die dritte Fuhre für dieses Video. Vielleicht haben wir jetzt ja einen Hit. Ne? Wir haben auf jeden Fall einen Cognodon mit 1161 Staub. Die haben ja die Nacht die ganze Bude umgekrempelt. Ein Flapterix, was natürlich shiny sein kann, aber nicht ist. Leider Gottes. Die haben mir alles umgestellt, die haben da eine Wand eingebaut, die haben den Kratzbaum an die Seite, der arme Adi, der weiß gar nicht mehr wohin. Wir werden trotzdem heute mal so streamen, also ihr seht ja dann den Tag, das waren glaube ich die Groudon Raids am Donnerstag, die dann so gestreamt wurden. Mal gucken, was das Feedback sagt im Chat, was die Leute dazu sagen. Das dritte Flapterix sitzt hier, zwischendurch noch ein Schneck mal gebrütet, 800 Staub. Da bringt es auch nicht wirklich was, noch ein Sternstück anzumachen, weil das ist halt einfach nicht so viel. 12 Kilometer Eier, wunderbar, wenn ich das sehe, 9000 oder irgendwas, aber die kleinen, nee, mache ich nicht. Da spare ich mir die Sternstücke auf, bis es vielleicht mal wieder dreifach Staub gibt oder so, bei einem Sea Day zum Fangen. Ansonsten brauche ich das jetzt nicht bei 7 Kilometer Eiern. Da ist nochmal das Neue dabei, das waren sie auch schon alle. Leider nur 8 Stück statt 9 Stück.
Wir bewerten sie aber auch ganz kurz durch. Das war das Cognodon, das war das erste aus Dresden, Sachsen wieder mal. Dann haben wir hier Memmingen, Bayern, das Flapterix, ein weiteres aus Hannover. Dann ein Schneckmark, Rheinach, Baselland, Schweiz. Selm, Nordrhein-Westfalen, das müsste vom Selal sein, ja. Ein Flapterix vom Selal, Schneckmark hier aus Bocholt, Nordrhein-Westfalen. Gera, Thüringen, ein Cognodon vom Thomas. Und ein Amarino aus Stadtilm, Thüringen. Das leider alles. Trotzdem, die ersten Eier waren ganz cool, dass da vermehrt dann Galapafloss drin waren. Ich laufe jetzt hier in den Schatten, beende die Folge, hau schon wieder neue Eier rein, werde wieder drei Fuhren zusammenbasteln und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Immer noch auf der Suche nach den Shinies. Ich werde jeden Tag versuchen, in der Abenteuerwoche zu brüten und das Maximum von 30 Geschenken zu erreichen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.